Hallo, schön, dass du wieder dabei bist beim Wochenvideo am 10. September 2016. Gehen wir es gleich an. Ich habe geschrieben, Performance Check September startet negativ. Wenn du das Monat oder die Woche mit einem Plus beendet hast, dann gratuliere. Bei mir ging es schon einmal einige Prozent nach unten. Ja, so auf jeden Fall 3%, 3,5% ungefähr, was natürlich nicht erfreulich ist, aber vielleicht sage ich da noch zum Schluss etwas. Jedenfalls habe ich einige Trades, die gleich negativ liefen, ausgemistet und will jetzt mit dir die Trades anschauen, die auch noch ganz gut liegen. Zunächst einmal der australische Dollar, da bin ich sehr zufrieden, das ist jetzt der falsche Kontrakt, aber der ist einfach liquide und sieht im Prinzip gleich aus wie der Dezember. Und man sieht nach wie vor, dass trotz dieser starken Abwärtsbewegung gestern diese Strangle super liegt. Vom Delta her ist der auch weiterhin ziemlich neutral. Also Delta 5, Delta, nicht einmal, Delta 7 unten, das ist etwas angewachsen. Ich habe mir dann überlegt, bei $300 Gesamtprämie mal rauszugehen. Das wäre dann okay. Es wären etwas weniger als die 80% der Prämie. Aber das wäre dann noch immer ein guter Gewinn. Der Rollverlust, der waren ja nur 40, $50, wo am Anfang adjustiert werden musste. Aber vom Delta her ist es schon noch okay. Die sind noch relativ nah beieinander, also hier habe ich jetzt überhaupt keinen Stress und hier muss man auch nichts tun, meiner Meinung nach. Dann der nächste Trade war der Erdgas-Trade, den habe ich ja im letzten Video kurz gezeigt. Ich bringe ihn noch einmal rein. Ich muss jetzt schauen, ob ich den Chart noch offen habe. Ja. Und zwar, ich habe es geschrieben, also $9 plus, das ist jetzt nicht atemberaubend. Allerdings war meine Überlegung dann folgende. Noch einmal ganz kurz. Hier die dunkelblaue Linie, hier ging es relativ zügig nach oben und hier wurde adjustiert, also nach oben gerollt und einen Put dagegen geschrieben. Dann ging es eben nach oben, jetzt wieder nach unten. Ich tippe weiterhin auf eine Seitwärtsbewegung. Von dem her hätte man den Trade drin laufen lassen können, nur eben noch einmal kurz, meine Überlegung war dann diese, dass dieser neue Strangle ein adjustierter Trade ist, ja, oder ein Trade, der aus einer Adjustierung hervorgeht, und das Ziel der Adjustierung ist nicht, dann noch den dicken Gewinner rauszuquetschen, sondern den Verlust zu minimieren, und wenn es mal ein Plus ist, dann ist es schön. Und hier, das war jetzt vor wenigen Tagen, war diese Gesamtposition noch deutlich vorne, so dass ich trotz dieses Rollverlustes diese $9 plus hatte und deswegen bin ich rausgegangen. Wäre das von vornherein die Idee eines Strangles gewesen, hätte ich mich anders verhalten, aber so habe ich mir gedacht, jetzt kann ich mit plus minus 0 rausgehen, was ja kein schlechter Trade ist, wenn man mal eine Idee, die gleich sich so wie hier negativ entwickelt, dann mit plus minus 0 beenden kann. Ja, man weiß es vorher nicht, dass es jetzt wieder nach oben geht, nur was in diesem Abwärtstrend, und ich bin weiterhin nicht bullisch für Erdgas, ja, man hat doch tiefere Tiefs hier. Also es geht so leicht zur Seite und es kann durchaus sein, dass es dann einen heftigen Abwärtstag gibt. Ja, vielleicht schon bald oder wann auch immer, spielt keine Rolle, und dass es hier dann runterbricht. Ja, es würde zu meiner Idee ja passen, ich bin ja bärisch eingestellt momentan noch, sonst hätte ich ursprünglich ja nicht diesen Call verkauft. Und ich habe es dann schon oft erlebt und es dann immer wieder bereut, hier drinnen zu bleiben, wo man sich denkt, Mist, jetzt läuft dieser Put ins Minus, ist dann vielleicht 200 im Minus. Die gesamte Trade ist dann doch nicht im Plus. Also diese, vielleicht ist hier der Call dann, der hatte ja nur ein kleines Delta dann. Der bringt dann vielleicht $100 Gewinn.
der bringt 200-300 Verlust, insgesamt bleibt hier ein Verlust plus dieses Rollverlustes und man hat dann $200 minus oder sogar mehr. Obwohl die ursprüngliche Idee aufging und das ist es, was es zu vermeiden gilt. Ich hätte es hier fast übersehen und ich würde mich eben auch nicht wundern, wenn es hier mal wieder heftiger nach unten geht. Solange dieses Signal nach unten, dieses bärische Wochensignal intakt ist. Zugegeben, es ist jetzt eher eine Seitwärtsbewegung, da gibt es immer wieder auch Fehlsignale. Aber eben noch einmal, mich ärgert nichts mehr, als wenn ich einen Trade adjustiere, obwohl die Idee eigentlich richtig ist und der Trend im Wochenchart, hier ist jetzt der Tageschart, im Wochenchart nicht dreht. Ich kann auch mal kurz umändern. So, mal schauen, es sind hier die Signale nicht immer gleich wie im Barchart. Ja, deswegen ich verwende für den Wochenchart diese Einstellung nicht. Aber jetzt mir bitte einfach mal erlauben im Barchart, was ich für korrekt halte. Die Chartdarstellungen sind wir im Wochenchart bärisch. Und hier ist es jetzt etwas verzerrt, die ganze Angelegenheit. Also, letzter Satz. Mich ärgert es, wenn die Idee aufgeht und ich adjustiere und letztlich genug Zeit auch habe zum Adjustieren und zum Reagieren und der gesamte Trade dann ein noch größerer Verlust wird trotz Adjustierung. Hier ist es mir eben gelungen, mit plus minus 0 auszugehen. Jetzt aber zum nächsten Sojabohnen. Ganz schnell, denn da gibt es nicht viel zu sagen. Läuft dahin, läuft weiterhin. Es geht jetzt nach oben, aber dieser Call, der kommt nicht wirklich unter Druck. Der brachte, was brachte der an Prämie? Es waren $175 bei einem 10er Delta. Sehen wir uns an. Der Preis ist hier jetzt insgesamt ganz leicht angestiegen. Es ging schön nach unten, jetzt wieder nach oben. Aber es verging auch schon einiges an Zeit. Der Call hat nur 41 Tage. Und ich gehe mal rein. Ja, der hat jetzt ein 12er Delta, liegt $15 hinten. Also hier muss man das einfach nur beobachten. Okay, dann zum nächsten. Der ein neuer Call. Ich habe hier nicht dazu geschrieben, welcher Markt, und zwar der Crude Oil Markt. Ziemlich schwierig für mich zum Traden momentan. Ich habe hatte hier erst einen Verlust hier mitgenommen. Ist nicht lange her mit $100 und momentan sieht es auch nicht ganz so rosig aus, weil, wie es oft so ist, im Trading mal adjustiert und am nächsten Tag geht es 4% gegen einen. Ist absolut normal, würde ich fast sagen, in Zeiten mit höherer Vola und Crude Oil ist nach wie vor auf 10-Jahres-Sicht in einer recht guten Volatilität. Ja, also hier ging es nach oben. Das war dieser Call, dieser 57er, wenn ich jetzt mich nicht irre. Ich überprüfe mal schnell. Ganz kurz, wo ist er? Ja, es war ein 58er Call, falsch. Vielleicht war das ein anderer Einstieg, aber ich habe es ja hier am 2.9. Doch, das passt. Ja, dieser 58er Call. Und es ging jetzt doch wieder relativ ordentlich nach oben. Hier in der Spitze nochmal 3%. Und meine Überlegung war, dass ich gesagt habe, okay, hier wurde ich schon einmal von einer starken Aufwärtsbewegung überrascht. Hier noch einmal, das mache ich jetzt nicht mit. Ich mache jetzt einen Strangle draus. Habe hier auf den 61er gerollt. Ich kam natürlich super weit weg in diese noch einmal starke Bewegung, nämlich über 24%. Das brachte nicht so viel Prämie. Es waren nur 24 Cent, also $240 Prämie ein und ich schrieb einen 38er dagegen. Der brachte 400 ein, das ist okay. Es liegt unter 2% oder an die 2%, was recht viel ist, aber dadurch, dass ich
dass es ja ein Strangle ist, würde bei einem Abverkauf immer die Oberseite den Verlust abfedern, und so war es auch. Es ging jetzt 4% nach unten. Der Rollverlust, der war schon nochmal über 100 Dollar, nämlich habe ich hier sogar vergessen einzutragen, aber ich habe es hier. Das waren, ja, war relativ viel, waren, das waren 250 Dollar, also schon Richtung 100%. Ich hätte auch gleich rausgehen können, aber habe mich entschieden, drinnen zu bleiben, weil ich mich weiterhin wohlfühle in diesem Markt. Und wie sieht die Lage jetzt aus? Im Crude Oil, der verdient jetzt 50 Dollar, der geht 50, 150 nach hinten, also die Position liegt jetzt 100 Dollar bereits hinten. Auch die Deltas sind schon relativ unterschiedlich, Delta 11, Delta 5. Es ist eine suboptimale Situation, vor allem 250 Dollar waren ja schon Zwischenverlust durchs Attestieren. Ich liege jetzt 350 Dollar hinten. Insofern überlege ich mir tatsächlich am Montag rauszugehen, weil wenn der Trade jetzt nicht mehr aufgeht, dann können aus diesem 350 Gesamtverlust auch 400 oder 550 werden. Und Montag, ich erwarte mir, dass noch einmal, dass es an den Märkten aktuell noch einmal etwas nach unten geht. Das könnte Crude Oil eben mit betreffen. Ja, selbst wenn es hier jetzt noch einmal 100, die auf 250 runtergeht, ich denke, ich werde hier mit 100 bis 150 Verlust so oder so rauskommen und bin dann noch immer bei meiner Schmerzgrenze von 400 Dollar. Und ja, darum geht es letztendlich, dass man die Verluste nicht ausweitet. Und ja, hier, es ist einfach so im Trading. Der letzte Trade ist nicht gut gelaufen. Ich habe auch gesagt, er hätte besser laufen können. Das war schon auch selbst verschuldet, selbstverständlich. Und hier hätte ich eigentlich auch rausgehen können. Dann hätte ich mir wieder hier bereits 100 Dollar Verlust erspart. Aber so ist es, man kann im Trading immer besser werden, selbst wenn man nicht perfekt tradet, heißt es nicht, dass man keine Chance hat, Geld zu verdienen. Also ich bin nach wie vor, auch wenn das jetzt ein Verlust, einige Prozent Verlust sind, ist es für mich okay. Der Jordan war aber jetzt relativ heftig in der Woche, also wie gesagt, 3,5% ungefähr. Gut, also wie ich mich entscheide, dass wird auch davon abhängen, wie der Markt sich verhaltet. Dann am Montag. Tatsache ist, ich liege hier mit diesem gesamten Trade bereits 300, ja, 300, 350, 350 Dollar ungefähr hinten, was ganz ordentlich ist für ein kleines Konto. Deswegen werde ich mir ernsthaft überlegen, auch diesen Trade zu beenden, auch wenn es immer wieder nicht leicht ist, diese schnellen Verluste zu akzeptieren. Ich hatte nämlich in den Lean Hawks innerhalb eines Tages einen Verlust von 300 Dollar, jetzt im Crude Oil erst vor kurzer Zeit. Also es, momentan ist so eine Verlustserie, im Vormonat war eine Gewinnserie, jetzt ist eine relativ klare Verlustserie eingetreten. So ist es nun mal. Wie geht es weiter? Linhox beendet, ja, genau das war das. Ich wollte es kurz zeigen. Ich muss etwas größer machen. Ich hatte gedacht, ich habe es schon beschrieben. Nein, hier war es so: Ich habe hier an diesem Tag ging es 5% nach unten in etwa. Ja, 4-5%. Ich habe noch in den ersten Stunden einen Put verkauft. Es war ähnlich wie im Crude Oil, nur dass es noch heftiger war. Es war ein 45er, ich weiß es noch. Was passierte dann? Der Trade, es ging dann wirklich ganz, noch stärker nach unten, sodass dieser Put nicht 100%, aber 50% im Minus lag, über 50%. Also der war 150 im Minus, die Prämie war ungefähr 200 Dollar. Dann am nächsten Tag sofort einen Call dagegen geschrieben. Es war, glaube ich, jetzt nicht ein 66er, etwas weiter. Oder war es sogar ein 66er? Ich weiß es nicht. Spielt aber jetzt keine Rolle irgendwo hier in diesem Bereich. Und am nächsten Tag, und was passierte dann?
Ende des Tages war dieser gesamte Trade, weil die Vol noch einmal explodierte, war die gesamte Position $300 im Minus. Was habe ich gemacht? Ich bin komplett rausgegangen mit dem Trade, denn mein Verlustlimit waren eigentlich die 200. Wenn es mal mehr ist, dann ist es einfach, dann ist es so. Ich habe mein Bestmöglichstes versucht, bin hier auf dem falschen Fuß erwischt worden und habe mein Verlustziel nicht einhalten können. Ja, es gibt meiner Ansicht nach keine Möglichkeit, das immer zu vermeiden. Und ich war hier eben einen Tag in einem Trade und es waren $300 Verlust. Das Einzige, was man hier machen hätte können, ist nicht zu traden und zu sagen, ich warte, bis ein Wochensignal aktiv ist. Im Nachhinein ist man schlauer und ja, wäre besser gewesen, aber mir das jetzt vorzuwerfen, macht, glaube ich, auch keinen Sinn. Ich zeige es nur, weil es ein Beispiel ist, erstens, dass etliche Trades nicht gut laufen, so wie momentan, und ich trotzdem dranbleibe. Ich habe mir überlegt, kurz, deswegen waren diese Linien eingezeichnet, einen Strangle hier zu machen, aber ich warte hier mal ab. Und ja, und auch das gehört zum Trading, einfach, dass es mal schnell gegen einen läuft. Dann letzter Trade für dieses Wochenvideo, die Verizon, die VRSN, eigentlich ein ganz schöner Trade, der, ich sage jetzt schöner Trade, obwohl er jetzt gegen mich gelaufen ist. Dieser Put, dieser 70er Put wurde hier eröffnet. Der brachte gar nicht so wenig ein, nämlich $65. Dann war am nächsten Tag dieser Put schon bei 100% Minus. Hier habe ich ja andere Regeln als in den Future-Optionen. Und es wurde der 85er dagegen geschrieben, dieser Call. Der brachte noch mehr ein, weil die Vola hochging, nämlich $90. Das war dann ein 20er Delta, wenn ich mich nicht geirrt habe. Wundert mich jetzt fast, dass ich ein 20er Delta verkauft habe. Jedenfalls ging es jetzt dann zur Seite und natürlich gestern auch, wo der Gesamtmarkt etwas nach unten kippte, nach unten nur. Dieser Strangle, der liegt jetzt eigentlich ziemlich gut trotzdem. Der liegt insgesamt bei 40, 90, 40, $50 hinten. Hier kann ich mir dann überlegen, ob ich den gesamten Strangle einfach weiterrolle in den nächsten Monat, zum Beispiel in den November, oder ob ich ihn beende mit einem kleinen Verlust. Denn die Chart-Situation hier war ja nicht ideal, der Markt schwächelt. Vielleicht gehe ich hier einfach raus, denn $50. 50, $60 Verlust, auch für ein kleineres Konto ist es absolut überschaubar. Und ich würde mich dann nämlich hier um einen anderen Short Put, den ich noch kurz zeige, vielleicht hat ihn wer mitgemacht, er war, glaube ich, auch in den Optionsstrategien im Optionsbrief drinnen, der liegt jetzt 100% im Minus und da würde ich eventuell mich dann nur mehr auf diesen, wenn es am Montag noch einmal heftig nach unten geht, hier einen Strangle vielleicht machen. Das war die TAP, ein Bierbraukonzern. Der so sieht er noch ganz gut aus. Die Vola stieg jetzt stark an. Und wir können ja mal schauen, wie man diesen Trade managen könnte. Nämlich, der brachte $125 ein, er liegt jetzt 100 hinten ungefähr oder noch nicht ganz, aber ziemlich, ja, ziemlich genau, also 100, sagen wir 100%. Jetzt ist natürlich damit zu rechnen, dass es noch einmal nach unten geht am Montag und die 100% gerissen werden. Aber wir können jetzt schon einmal schauen, wenn man jetzt in den November geht, in den nächsten Monat, wie weit man wegkommt. Und es ist immer das gleiche Spielchen. Man will ja dann wieder diese aktuelle Prämie einnehmen, nämlich die 220, 260, sagen wir 240. 235 wurde hier ausgeübt, diese Order. Der letzte Fill war bei 235. Also sagen wir jetzt 240 möchte ich einnehmen. Das heißt, ich brauche dann
120 auf der Oberseite und 120 auf der Unterseite. Da komme ich dann wahrscheinlich schon wirklich relativ weit weg. Leider lädt er mir jetzt nicht die kompletten Daten rein. Aber wir sehen hier zumindest noch etwas. Das Delta 14 bei 85. Also ich würde hier auf jeden Fall auf einen 85er kommen. Ich tippe mal darauf, dass es noch weiter weg gehen könnte. Auf einen 80er sogar. Also ich könnte mir vorstellen, ja, wenn es noch einmal nach unten kippt, dann komme ich hier auf einen 80er. Der hat dann wahrscheinlich ein bisschen ein höheres Delta. Das waren hier 100. Also ein 80er, der wird sich ausgehen, irgendwo 80 oder 85 jedenfalls. Und auf der Oberseite kann man jetzt leider nur mehr diese Strikes anschauen. 115 war der letzte, das heißt 110, dann 105er vielleicht, den gibt es leider nicht. Gut, da muss man diesen 115 oder den 110er nehmen, müsste man sich dann anschauen. Der wird dann weniger wert sein. Schauen wir uns einfach mal an, 110 auf 80, wie sich das anfühlt. Wo ist sie, die Tab? 110 auf 80. So, und gehen wir mal das weg. Und die 110, man sieht natürlich, dass die Unterseite viel weiter weg kommt. Beziehungsweise könnte ich mir überlegen, nur diesen auf die Unterseite zu rollen und dafür vielleicht auf einen 85. Aber wenn man jetzt einen Strangle machen würde, dann sieht man aus aktueller Sicht, ist das jetzt über 20% entfernt und hier 8%. Also ein ordentlicher Wohler-SQ natürlich. So, interessant. Die Linie kann ich jetzt nicht mehr entfernen. Aber so funktioniert es, wenn man dann $100 unten und eben 100, $120. Also man sollte ungefähr diese aktuelle Prämie einnehmen, die Optionen dann wert sind, und weiterhin bei 50% zurückkaufen. Dann würde ich ja einmal diesen Zwischenverlust mitnehmen, also die 120. Ich rechne es mal vor. Die 120 wären dann Verlust, aber wenn ich oben, sagen wir jetzt einfach 120 einnehme und unten auch 120 oder vielleicht sogar 140, bin ich bei 260, kaufe bei diesem gesamten Strangle bei 50% zurück, habe ich 130 und komme hier mit plus minus 0 raus. Das ist das einzige Ziel dann bei diesem Trade, das man verfolgt. Also hier geht es dann auch nicht mehr darum, den großen Gewinner mitzunehmen. Ja, zur mentalen, psychologischen Situation noch ein letzter Satz. Und zwar habe ich kurz drüber nachgedacht, über den August, der bei mir sehr gut lief mit über 6%. Und ich habe es tatsächlich schon etliche Mal erlebt, dass ich ein außergewöhnlich gutes Monat hatte. Und dann geht es einmal ziemlich zügig wieder nach unten. Und wenn man sich mit Psychologie ein wenig beschäftigt, ja, vor allem mit der eigenen, dann bin ich jedenfalls für mich drauf gekommen, dass das kein Zufall ist. Und zwar, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, war es so, dass ich mir schon dachte, jetzt wäre es einfach mal schlau, einfach keine Trades mehr zu machen. Einfach mal die nächsten Wochen nicht zu tun und diese gute Performance im August zu genießen. Tatsächlich ist es aber so, dass es mir einfach zu schwer fiel, dieses Nichtstun zu tun. Und ich glaube, das geht ganz vielen ähnlich. Vor allem, wenn man eine Gewinnphase hat, dann nicht zu traden. Und einige Trades, die, ich sage, es waren Chancen, die okay waren, die man schon versuchen kann. Aber irgendwie sollte ich es selbst mittlerweile besser wissen,
weil ich die Erfahrung schon oft gemacht habe. Ja, und es kommen dann Korrekturen. Vor allem es war jetzt wirklich die letzten ein, zwei Monate, war es außergewöhnlich ruhig. Und es war klar, dass es dann wieder zu Rücksetzern kommen wird. Und zum Beispiel im Crude Oil war das so ein Beispiel. Oder auch ein anderer Trade hier auf den brasilianischen ETF. Waren zwar nur $100 Verlust, aber es war auch so ein Trade, weil ich einfach einen Trade machen wollte, ja, auch wenn die Bedingungen gepasst haben. Aber ich habe es, wie gesagt, schon oft erlebt, dass oder muss einfach zugeben, dass es sehr schwer ist, nach einem sehr guten Monat, einer guten Gewinnphase einmal leiser zu treten und keine Trades zu machen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du das kennst. Denk vielleicht einmal drüber nach. Wenn es bei dir ähnlich ist, kannst du dir, wenn du möchtest, in die Kommentare schreiben. Ich wünsche dir jedenfalls eine gute Handelswoche und dass du auch durch die kommende Woche jetzt gut durchkommst, wo es ja ein bisschen volatiler wieder da werden dürfte. Ansonsten genieß noch das Wochenende. Ich sage gute Trades, ciao und bis zum nächsten Mal.